Was für eine Liebeserklärung war das, wunderschön. Ja, das ist das, was wir den ganzen Tag euch immer wieder vermitteln, sagen möchten. Wir lieben euch von Herzen und sind dankbar für jeden Menschen, der sich hier einbringt, der seinen Teil gibt, ob groß oder klein, ob in Schwachheit oder Kraft. Einfach dabei sein ist wichtig, ja. Mich hat was bewegt. Ich wurde erinnert an die Zeit, auch wieder in meiner Bibelschule. Da war ganz klar für alle, Gott spricht nur durch die Bibel. Und dann gab's noch welche, die am Rande erwähnten, Gott kann auch durch Christen sprechen, natürlich nur durch gestorbene Apostel. Ja. Aber heute sage ich, was ich erlebt habe. Ich habe Gott gehört durch unseren Referenten. Ja. Ob Christ oder nicht Christ, ob Buddhist, ganz egal. Wenn ich an Professor Sucharit Bhakti denke, was ist da ausgegangen? Bestätigendes, wo ich die Kraft Gottes drin spüre. Wahrheit hebt hoch, löst frei innerlich, gibt inneren Frieden. Ja. Und dann kommt der Nächste, kommt Heinz Raschein und ich spüre, wie Gott durch ihn sagt, bis hierher nicht weiter, lernt Nein sagen. Ja. Einfach für das Volk, das diese Details gar nicht erfassen kann. Aber die Summe der ganzen juristischen Erkenntnisse sagt, es ist Zeit, Nein zu sagen. Wenn du nichts verstanden hast, sag Nein. Dr. Bhakti sagt es, sagt Nein. Ja. Ja. Und dann kommt Ralf Ludwig und zeigt uns auf, dass wir noch einen Weg miteinander vor uns haben. Für mich ganz wichtig, er hat aufgezeigt, es ist noch nicht der Punkt, wo man in ein Volkstribunal übergehen muss, weil der letzte Gang noch nicht gegangen ist. Versteht ihr? Bevor du Gott auf deine Seite kriegst, ich sag's mal mit diesen Worten, dass die Kraft Gottes ein Volkstribunal segnet oder powert, musst du den ganzen Weg gegangen sein, der uns gegeben ist in unserem Rechtssystem, in unserem Staatssystem. Versteht ihr? Und Ralf Ludwig hat uns eindrücklich klar gemacht, das sind noch offene Wege zu gehen, bevor ans andere zu denken ist. Und das ist eine ganz wichtige, entscheidende Erkenntnis für diesen heutigen Tag, die uns lehrt, es ist noch nicht so weit, wir gehen aber diesen Weg noch und werden aber nicht davon abweichen. Und wenn es am Schluss zu einem Volkstribunal kommen muss, wenn auch dieser Weg wieder abgeschmettert wird und wir sehen Justiz auch in den obersten Etagen, Internationaler Gerichtshof und so weiter, reagiert nicht auf uns. Habt ihr das auch so gesehen? Ja? Also, und das ist der wunderbare Segen, wenn der Organismus zusammenfließt und er besteht aus allen Menschen, aus allen Menschen. Und ihr habt euch heute brauchen lassen, alle Referenten. Ich danke euch nochmal ganz, ganz herzlich im Namen von allen, ja, vom Rest der Welt, dass ihr da wart, dass ihr euch nicht geschont habt, dass ihr den Mut gezeigt habt, hier hinzustehen. Jetzt würde ich gern zum Schluss ein letztes Mantra mit euch durchgehen, okay? Komm, machen wir noch als kleinen Schluss, möchte ich nochmal daran erinnern, wie wir geistliche Kriegführung miteinander praktizieren können. Noch einmal, wir säen und ernten geistliche Dinge auch. Und seht ihr, so einfach ist es. Und sag jetzt nicht mehr, ach, ich bin ja kein Christ oder ich bin nicht gottgläubig oder irgendwas. Doch, Gott wohnt in dir, ob du an ihn glaubst oder nicht. Lass ihn raus, sage ich. Und mit dem Mantra, ich lese es zuerst einmal vor und nachher, ja, hier ist es ja schon. Schau mal, passe an, das sprechen wir miteinander, passe an, du Herr des Himmels. Dieses All an jedes Wort, Moment, ich bin noch dran, noch nicht dir. Passe an, du Herr des Himmels, dieses All an jedes Wort, das, was Gott durch uns gesprochen, führe herbei an jedem Ort. So funktioniert das, versteht ihr? Sucharit Bhakti hat geredet, die anderen haben alle geredet. Überall, wo Gott gesprochen hat zu uns, können wir sagen, jetzt, du Herr des Himmels, bekräftige diese Worte, setze sie durch, bring etwas in Bewegung, das übernatürlich ist, das Kraft Gottes ist. Versteht ihr, das ist das Geheimnis. Hier findet sich Motor und Benzin zusammen. Geistliches und, ich sage jetzt mal, juristisches kommt zusammen und bildet zusammen eine Energie. Plus und ein Minuspol findet sich hier, wenn wir das machen. Aber wir sind alle Menschen, und wenn wir das aussprechen, mit ganzem Herzen ungeteilt, wie wir gelernt haben heute, dann wird sich der Himmel in Bewegung setzen, wie ich das euch erklärt habe an unserem eigenen Werdegang. Ich habe euch wirklich nur einen Bruchteil gezeigt, ich verspreche es.
dann wird in deinem, in meinem Leben, in unserem Leben dieser Erdrutsch kommen, dass der Himmel alles bewegt, weil wir es im Glauben sprechen und nicht davon ablassen, dass das passiert. Okay, machen wir das zum Schluss? Okay. Passe an, du Herr des Himmels, dieses All an jedes Wort, das, was Gott durch uns gesprochen, führ herbei an jedem Ort. Passe an, du Herr des Himmels, dieses All an jedes Wort, das, was Gott durch uns gesprochen, führ herbei an jedem Ort. Also ihr Lieben, und morgen 6 Uhr bis 6.15 Uhr beten wir solche Dinge, wenn du die Liste willst. Wir haben jeden Tag ein anderes solches Mantra. Wenn du dabei sein willst, geh zu deiner Kontaktperson. Sie gibt dir dann diese gemeinsamen Proklamationen, die schöpferischen Worte, die hier diese Welt verändern werden. Und damit sind wir am Ende. Ich verabschiede mich. Danke, dass ihr da wart, so viel Geduld mitgebracht habt, uns zuzuhören. Wir haben es aus Liebe getan, sagen wir lieben euch von ganzem Herzen. Wir freuen uns auf ein nächstes Mal. Tschüss zusammen. Tschüss überall. Danke für alles. Danke.